Frage: Was haben Hubert, Olaf, Helmut, Bobbele, Uli und Alfons gemeinsam? Gleich sage ich es Ihnen, ich begrüße Sie zum neuen Video auf den Nachdenkseiten. Meine Lieben, das sind jetzt die letzten Sommertage dieses Jahr, vermutlich. In der Sonne sitzen, Vanilleeis essen, Cappuccino trinken, spazieren gehen. Man muss so dankbar sein, wenn man das kann. Also, wenn man schaut, was da überall so los ist in der Presse. Hubert, 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 alle reden über Hubert Aiwanger und dem geht's wahrscheinlich nicht so gut jetzt gerade. Hubert hier, Hubert dort, hat die Meute wieder ein Jagdwild und das ist einträglich für die Medien. Wiff, 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 wiff. Hubert erinnert sich nicht, in dem Fall verstehe ich das auch, 35 Jahre ist das her. Wenn sich Olaf nicht mal an Vorgänge von vor ein paar Jahren erinnert, wie soll das der Hubert dann machen? Also, ich muss sagen, ich bin ja zum Beispiel ich bin ja älter als Olaf Scholz, aber mein Gedächtnis ist wirklich besser als seins. Armer Mann. Also den hat es ja mit der Demenz wirklich früh erwischt. Der erinnert sich an so vieles nicht mehr. Ne? Auch nicht an Termine. Die Koalition jetzt, sehr interessant, blockiert den Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex. Das hat es ja schon mal gegeben, sowas, da komme ich gleich drauf zurück. Ja, einen Kanzler kriegst du nicht so leicht von Kadi. Die Ampelfraktionen lehnen es ab, die Rolle von Olaf Scholz im Steuerskandal um die Hamburger Warburg Bank im Bundestag zu untersuchen. So geht es. Sie müssen das Cum-Ex-Zeugs gar nicht verstehen. Das ist für uns Normalbürger auch viel zu kompliziert. Aber der Anwalt Hanno Berger, den man auch Mr. Cum-Ex nannte, also das war der, der die Beteiligten beraten hat, nicht? So um die 70 Jahre alt, der soll 8 Jahre ins Gefängnis. Das war's dann mit dem Leben. Aber ob er es wirklich absitzen muss? Ich komme gleich drauf. So, und der Alfons, der hat nur 3,2 Jahre, also der Schubig Alfons. Und beim Schubeck ging es ja auch nur um lächerliche 3 Millionen. Das ist ja nichts. Nicht? Bei Cum-Ex geht es um 45 Millionen an der Steuer vorbei zu ihrem Nachteil, zum Nachteil der deutschen Steuerzahler. Nicht? Das ist eine Riesensauerei, eine Riesensauerei. Früher ist da ein Politiker schon als Anstand zurückgetreten und hat gesagt, sorry, es ist nicht ganz aufzuklären, ich trete mal zurück. Aber klar, das ist besser, man erinnert sich einfach nicht und löscht auch die Treffen aus dem Terminbuch oder lässt löschen oder ausradieren oder wie immer. Das, oder wie Frau von der Leyen ihre SMS, die waren heute weg. Nicht? Verstehen Sie, was weg ist, ist weg. Nicht normalerweise kann das ja jeder Geheimdienst wieder auffinden, aber die waren heute weg. So, oder man schwärzt die Pfizer-Verträge oder sowas. Der Bürger muss nicht alles wissen. Das belastet ihn nur. Leute, jetzt ist es zu spät. Also ich sage euch, ich persönlich, ich habe noch nie in meinem Leben, in meinem langen Leben das Finanzamt beschissen. Echt nicht um einen Cent. Ich hätte eine Heidenangst, weil der deutsche Beamte hat bis auf sehr wenige Ausnahmen sehr wenig Humor und der Finanzbeamte an sich gar keinen. Gesetz ist Gesetz. Ja, ja, ich weiß, gut, es ist ja auch wurscht, wer du bist, da wird abkassiert oder bestraft und vor dem Gesetz sind alle gleich. Meint man, stimmt aber, wie Sie auch wissen, stimmt nicht. Können muss man es halt. Oder sich nicht erinnern. Ja klar, ich meine natürlich, ich weiß doch, da sagt man jetzt als kleiner Angestellter, regt man sich auf und sagt, ja, hätte das heute nicht gemacht, nicht wahr? Ja, 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 trotzdem. Wissen Sie, was mir da einfällt? Das passt gut dazu. Helmut Kohl, Sie erinnern sich noch, nicht die Birne, der hat es krachen lassen. Der wollte anonyme Parteispender Millionenbeträge ums Verrecken nicht verraten und hat bewusst eine falsche Spur gelegt, damit seine schwarzen Kassen, also die Waschanlagen für illegale Parteispenden, nicht auffliegen. Ein Kanzler bescheißt das Volk. Es wäre nicht das erste Mal, nicht?
Der Generalbevollmächtigte Uwe Lüttje hat dann für ihn gelogen. Er hat für Kohl eine falsche Aussage gemacht und ihn somit gerettet vor der Verurteilung vorm Untersuchungsausschuss des Bundestags. Hat er ihn bewahrt. Schon da griff diese Methode der Bewahrung vor einem Untersuchungsausschuss. Fein heraus, sage ich da nur. Und das Verfassungsgericht, naja, das ist ja überall diese Vetterles-Wirtschaft. Verstehen Sie, bei Politikern geht alles. Da geht alles. Und Helmut ist aber dann über Mutti gestolpert. Das haben vielleicht viele von Ihnen auch vergessen. Nicht? Mutti hat ihn gestürzt. Die hat übrigens auch zig Anzeigen gegen sich laufen, sogar wegen Glaube, nagelt es mich nicht wieder fest, wegen Volksverrat und was weiß ich. Nicht schön, aber eh wurscht. Immunität. Mutti ist A, immun und B, nie gestürzt, weil sie seit ihrer Jugend drüben nicht, einfach gecheckt hat, wie man ausspioniert. Also ausspioniert werden kann. Und das hat sie auch zu USA, sprich NSA, hat sie gesagt, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ja, Punkt, doch. Auch der BND spionierte kräftig mit. Und die NSA hat nichts gesagt und gedacht haben sie, puh. Beim Schäuble sind seinerzeit 100.000 Mark, wenn Sie sich noch erinnern, in irgendeiner Schublade weg, die waren halt weg, verschwunden. Sauerei überall. Die FDP hatte ein Labyrinth von Firmengeflechten, um die vielen Spendengelder zu waschen. Da gab es mal eine ganze Fernsehsendung drüber. In einer Zeit, wo man über sowas noch Fernsehsendungen gemacht hat oder machen durfte, weil die TV-Anstalten nicht auf dem Schoß der Regierung gesessen sind und sich da bequem gemacht haben. Schröder, der Gerhard, der war noch am ehrlichsten, der ist gleich als Gasableser zum Putin gegangen. So. Jetzt hat es den Alfons erwischt, in Schubeck. 2,3 Millionen soll er hinterzogen haben und 1,2 Millionen soll er zurückzahlen. Das sind ja für uns sowieso völlig irrelevante Summen. Nicht? Und jetzt sitzt er seit Ende Juli hinter Gittern in der JVA Landsberg. Da war er übrigens der Hönes, Uli seinerzeit auch. Der Knastalltag mit strengsten Regeln. Keine Care-Pakete, Besuch zweimal im Monat für 2 Stunden ohne Privatsphäre. Im Besucherraum, da sitzen auch andere Knastis mit rum. 74 ist der Alfons. 3 Jahre und 2 Monate Haft. Und ja, Bobbele. Könntest du das erinnern? Bobbele sollte auch 2 oder 3 Millionen nachzahlen. War aber nach 8 Monaten schon wieder raus. Kann in Deutschland vom britischen Schuldeneintreiber nicht verfolgt werden, liest man nicht, und lebt jetzt in Italien in einer Wohnung für 10.000 Euro im Monat, hört man. Einkommen soll er genug haben anscheinend, nicht für Werbung und TV-Wiederholungen von Spielen, was weiß ich, geht mich auch nichts an. Nicht? Und die Scheidung von Bobbele, von Boris Becker, die war teurer. Barbara Becker soll 15 Millionen bekommen haben. Leck mich am Arsch! Entschuldigung, aber wieso hat der keinen Ehevertrag gemacht? Also ich hätte das nie gemacht. Nicht? Ich sage es Ihnen, zu viel Geld tut den Menschen einfach nicht gut. Das setzt das Hirn aus. Und naja, den Uli Hoeneß haben wir noch. Uli Hoeneß, nicht? Jahrgang 52. Das ist auch interessant. Der hat als 30-Jähriger den Absturz eines Propellerflugzeugs überlebt. München, Hannover, zum Länderspiel gegen Portugal. Als einziger Überlebender, müssen Sie sich vorstellen, ein Jäger hat den gefunden, unter Schock stehend, orientierungslos und blutüberströmt durch den Wald kriechend. Hoeneß war der einzige Überlebende. Glück gehabt. Aber ich meine, ich habe mir gedacht, da hätte er sich doch eigentlich sagen müssen, Mensch, wenn ich ein solches Schwein habe, dann fordere ich das nicht nochmal raus. Aber vermutlich hat er gemeint, es geht ein Leben lang immer so weiter. Und 2013 mit 61 oder so haben sie ihn am Wickel gehabt. Steuerfahndung. Staatsanwalt München 2 hebt Anklage, Steuerschuld 27,2 Millionen. Halt, Moment, dass ich nicht lüge, Entschuldigung. Plus Soli 28,5 Millionen Euro.
Die Selbstanzeige kam zu spät, Bewährungsstrafe, Fehlanzeige. Das Urteil, Uli Hoeneß ist schuldig der Steuerhinterziehung in 7 Fällen, 28,5 Mio, Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten. Kein Glück gehabt. Und Juni 2014 hat er seine Haft auch in der Justizvollzugsanstalt Landsberg angetreten. Die 30 Millionen Euro hat er beglichen. Frag's mich nicht, wie, die müssen vor Geld stinken, diese Leute alle. Im September 2014 hat er dann den ersten Hafturlaub gekriegt, einen Tag Weihnachten, Silvester daheim, ab Januar 2015 nach einem halben Jahr Freigänge im offenen Vollzug und Mitte Juni an den Wochenenden bei der Familie. Ende Februar 2016 wird der Rest der Haftzeit zur 3-jährigen Bewährung ausgesetzt. Hoeneß kam damit nach der halben Haftzeit frei. Glück gehabt. Und genug Geld.